Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Saal ist gut gefüllt. Man wird möglicherweise noch ein bisschen fündig bei den Plätzen. Ansonsten begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Event Klimakunde Kommunikation. Wie lassen sich nachhaltige Reiseangebote erfolgreich vermarkten? Das ist offensichtlich eine Frage, die auf großes Interesse stößt. Und daher bin ich neugierig auf die Abstimmung. Sie wissen, am Anfang haben wir immer eine kleine Frage an Sie vorbereitet. Und diese Frage werde ich gleich vorlesen. Bevor Sie abstimmen mit der kleinen weißen Box rechts neben Ihnen am Stuhl, warten Sie bitte noch ab, bis ich alle Fragen vorgelesen habe. Und dann, wenn ich sage, bitte jetzt abstimmen, würden Sie dann den entsprechenden Knopf drücken. Die Fragen, die wir haben, sind also: Nachhaltige Reisen können sich besser verkaufen. Welche Gründe sind für geringe Verkaufszahlen verantwortlich? A. Zu hohe Preise. B. Mangelndes Kundeninteresse an Nachhaltigkeit. Das dritte wäre unzureichende Produktinformationen. 4. Mangelnde Kundenberatung. Und 5. Sind meist unattraktiv für Kunden. Dann stimmen Sie bitte jetzt ab. Da ergibt sich ein gemischtes Bild. Unzureichende Produktinformation ist mit 28,6% das meistgenannte. Sie glauben also an den Kunden, mit anderen Worten. Der will sich eigentlich nachhaltig verhalten, ihm fehlen aber die Informationen. Dann haben wir zwei Antworten mit exakt der gleichen Menge an Antworten. Mangelndes Kundeninteresse und zu hohe Preise. Das ist interessant, da müssen wir jetzt mal gucken, was eine nachhaltige Reise denn wirklich mehr kostet, ob das so viel ist. Und das Zweite ist natürlich, möglicherweise haben wir auch Kunden, die eben auch nicht interessiert sind an diesen Fragen. Sehr spannend. Wir freuen uns jetzt erstmal auf ein kurzes Grußwort von Norbert Fiebig, dem Präsidenten des Deutschen Reisebüroverbandes und auch Schirmherr von Futuris. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu sagen. Ein paar Worte zu sagen zu der großen, ich finde, gesellschaftlichen Herausforderung, den Belangen der Nachhaltigkeit hier, ich glaube, zukünftig noch stärker gerecht zu werden, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben das, wenn ich von meinem Verband, dem Deutschen Reiseverband, spreche, seit Jahrzehnten im Fokus. Es gab mal einen Umweltausschuss, der sich dann umbenannt hat in Nachhaltigkeitsausschuss. Das war jetzt nicht die einzige Innovation, eine sprachliche, sondern wir haben die Themen sehr intensiv alle bewegt. Und es geht, wie Sie wissen, um den klassischen Umweltschutz. Es geht darum, dass wir die Natur, die wir den Kunden ja vielfach verkaufen, auch entsprechend schützen und auch für die Zukunft diese Attraktivität der Natur auch sicherstellen. In jüngerer Vergangenheit haben wir das Thema insgesamt, weil das auch gesellschaftlich sehr viel stärker eingefordert wurde, der Social Responsibility entsprechend bewegt, nämlich dass wir darauf achten, dass das, was wir mit dem Tourismus machen, in den Ländern keinen Schaden anrichtet. Das hat sehr viel zu tun auch mit kulturellen Fragen, dass wir nicht Kulturen nachhaltig gut funktionierende beschädigen. Und das hat aber auch sehr stark damit zu tun, dass die Leute, die in der Touristik beschäftigt sind, auch entsprechend zumindest nach unseren Vorstellungen vernünftig behandelt werden und entsprechend auch von dem, was sie da arbeiten, leben können. Und es geht heute um ein Thema, was auf all das einzahlt, was all das entsprechend eben auch dann in Produkten bündelt. Und was uns bisher leider aus meiner Sicht absolut ungenügend gelungen ist, nachhaltige Produkte im Markt zu etablieren. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Das liegt sicherlich auch daran,
dass ich ein nachhaltiges Produkt heute gar nicht ganz klar erkennen kann. Unabhängig davon, dass ich in den Buchungssystemen diese Nachhaltigkeit vielleicht noch nicht wirklich abrufen kann am Counter, ist die Frage, wie verlässlich deklariere ich denn allgemein verständlich und allgemein auch akzeptiert ein Produkt als nachhaltig und eins als nicht nachhaltig. Das ist eine Herausforderung. Und dann ist sicherlich die Herausforderung, die hier auch abgefragt wurde, ist dann der Reiseverkäufer in der Lage, damit umzugehen? Auch da macht unser Verband relativ viel. Green Counter ist ein Projekt, was wir aufgesetzt haben, um im Reisebüro, den Mitarbeitern, den Expedienten hier was an die Hand zu geben, ein Schulungsprogramm, um sich mit diesem Thema stärker zu befassen, mit der Zielrichtung für den Kunden ein kompetenter Ansprechpartner zu sein und kompetent auch entsprechende Produkte anbieten zu können. Und zuletzt ist dann die Frage, ist der Kunde dafür empfänglich? Ja, der ist empfänglich, aber noch nicht in der Breite, die ich glaube, dass wir sie erreichen müssen. Und das liegt an der Sensibilität, die noch nicht in dem Maße da ist. Grundsätzlich glaube ich, und das hat sich in der Vergangenheit so gezeigt, dass wir als Branche die Treiber sind, genau in diese Richtung. Ich glaube weniger, dass das aktiv von den Kunden heute eingefordert wird und auch nicht eingefordert werden wird, sondern wir die Aufgabe haben, das an den Kunden heranzutragen, ihn sensibel zu machen, ihn darauf aufmerksam zu machen und dann auch gegebenenfalls, wenn es gut läuft, auf entsprechendes Verständnis zu stoßen. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen die Produkte haben, wir müssen sie klar erkennbar und objektiv nachvollziehbar und allgemein anerkannt als nachhaltige Produkte deklarieren. Wir müssen den Reiseverkäufern aufzeigen, wie er damit umgehen kann und wie er den Kunden überzeugen kann. Und wir müssen den Kunden, das ist das Letzte und wahrscheinlich Schwierigste, davon überzeugen, dass wir uns gesellschaftlich insgesamt einen großen Gefallen tun, wenn wir stärker im Sinne der Nachhaltigkeit handeln. Herzlich willkommen. Ich freue mich gleich auf die Diskussion und will damit mein abgefragt kurzes Grußwort beenden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Fiebig. Das liefert mir gleich die Vorlage für eine sehr interessante Diskussion, die wir sicherlich gleich haben werden. Zuerst aber kommt Matthias Bayer. Den muss ich nicht wirklich vorstellen. Der ist eine bekannte Größe hier auf der ITB und auch insgesamt. Matthias, du willst uns noch einen kurzen Vortrag halten, bevor es dann in Medias Res geht. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du die Latte sehr hochgelegt. Ich hoffe, dem kann ich gerecht werden. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite zunächst mal herzlich willkommen zu diesem weiteren Panel im CSR Day. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie können wir denn erfolgreich nachhaltige Reisen verkaufen? Stellt sich zunächst mal die Frage, was brauchen wir denn dafür eigentlich? Zunächst mal ganz klar, wir brauchen nachhaltige Produkte. Und zum anderen brauchen wir natürlich auch Kunden, die bereit sind, diese Produkte zu kaufen. Und das in möglichst großer Zahl. Wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen uns näher anschauen und mal zunächst einen Blick werfen auf die Angebotsseite. Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass wir nachhaltige Produkte kriegen? Das sind in erster Linie diejenigen, die an der Produktentwicklung unmittelbar beteiligt sind. Also der Transportsektor, die Kreuzfahrtindustrie, der Hotelsektor, der Gastronomiesektor, aber natürlich auch die Reiseveranstalter, die Reisebüros und nicht zuletzt die Destination als Ganzes und in dem zufolge natürlich auch die lokalen Anbieter, die vor Ort Dienstleistungen anbieten. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen tiefer reingehen in diese einzelnen Segmente und uns fragen, ja, wie nachhaltig sind die denn eigentlich, denke ich, kann man, ohne jetzt ins Detail zu gehen, sagen, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Egal, wo man hinguckt, das gilt vor allem für den ökologischen Bereich, aber auch verstärkt im sozialen und ökologischen Bereich kann man Fortschritte sehen. Nun kann man lange darüber diskutieren, ob das ausreicht, wie das qualitativ zu bewerten ist. Aber ich denke, wir sind heute so weit, dass man sagen kann, es ist möglich, nachhaltige Angebote den Kunden anzubieten. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, wie können wir eigentlich beurteilen, ob ein Angebot nachhaltig ist
An welchen Kriterien, an welchen Maßstäben können wir sowas festmachen? Das ist sicherlich ganz entscheidend, auch zum Thema Greenwashing, wie wir damit umgehen und damit auch sozusagen unsere Glaubwürdigkeit als Branche nach außen demonstrieren. In anderen Branchen ist es häufig so, dass man dafür Gütesiegel benutzt. Wie sieht es hier in unserer Branche aus? Auch da gibt es die Möglichkeit, mit Gütesiegeln zu arbeiten, keine Frage. Aber wie Sie sehen, ist es uns in der Tat in der Vergangenheit gelungen, die touristische Landschaft erfolgreich zu versiegeln. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv. Wir sehen, wir haben eine große Menge an Gütesiegeln, wo sich natürlich die Frage stellt, nach welchen Kriterien wählen wir denn die aus, an denen wir uns sozusagen orientieren, auch mit Blick auf den Verbraucher. Hilfreich für uns ist, dass wir jetzt seit geraumer Zeit Mindeststandards haben von der Global Sustainable Tourism Council, einhergehend mit einem Akkreditierungsverfahren, wo sozusagen zumindest Gütesiegel unter Beweis stellen können, dass sie Mindeststandards erfüllen. Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt für ein Auswahlkriterium. Nichtsdestotrotz stehen wir aber natürlich vor der Situation, dass nur ein Bruchteil aller Betriebe überhaupt zertifiziert sind. Das heißt, was machen wir mit dem großen Rest, wo ja durchaus auch viele Unternehmen dabei sind, die sich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Und der zweite Punkt ist, wie gehen wir mit Pauschalreisen um? Können wir da pauschal sagen, die sind nachhaltig? Also Fragen, die ich denke, die wir nachher nochmal im Podium genauer diskutieren müssen. Wenn wir nun einen kurzen Blick werfen auf die Nachfrageseite. Die Leuphana-Universität Lüneburg hat mal eine Befragung gemacht von Lüneburger Bürgern. Und wir wollen mal reinhören und reinsehen, was denn Lüneburger so allgemein zum Thema nachhaltiges Reisen denken. Kriegen wir den Ton ein bisschen lauter? Was passiert eigentlich in den Ländern, die man bereist? Dass man zu Fuß und in der Umgebung steht, vor Ort und halt sicher nicht fliegt, was ich so mache. Dass man da immer wieder dran zurückdenkt. Nicht so weit zu reisen, Flugreisen zu vermeiden und auch im Urlaub auf umweltschädliche Dinge zu verzichten. Haben Sie selber schon bei Ihren Reisen auf Nachhaltigkeit geachtet? Instinktiv, also nicht als Vorsatz, dass es nachhaltig ist. Nicht so wirklich. Ich mache als Mensch gerne Flugreisen. Wir fahren zu den Fahrern. Wir kaufen regionale Produkte. Wir versuchen möglichst viel mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen und zu erkundigen. Achten natürlich darauf, dass wir die Umwelt nicht zerstören. Nur inwiefern? Insofern, dass ich noch nie geflogen bin, verdammt. Und dafür schäme ich mich auch nicht, dass ich das jetzt sogar in die Kamera sage. Glauben Sie, dass im Reisebüro gut für nachhaltige Reisen werden? Relativ. Die meisten Reisebüros sind verkauft. Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es auch Fernreisen. Die Reisen nicht mit Geld bringen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man danach fragt, dass das Personal durchaus interessiert ist und auch was man sagen kann, aber das ist von sich aus anders. Ich denke schon, also ich erwarte das einfach auch. Ich glaube, da muss man gezielt nachfragen, wenn man das möchte. Ja. Ne? Glauben Sie, dass nachhaltige Reisen teurer sind? Nicht zwingend, nee. Ja, grundsätzlich sind sie. Würde ich noch nicht mal sagen. Das kann gut durchaus sein, weil ja eigentlich so solche Sachen häufig teurer sind, aber ich denke, es ist auch gerechtfertigt. Würden Sie ein nachhaltiges Hotel buchen, wenn Sie zwei Hotels zur Auswahl hätten, die vom Preis und der Leistung ansonsten völlig gleich wären? Ja. Würde ich machen wahrscheinlich, ja. 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 Vielleicht, ja. Ja, doch. Einfach von der Sympathie her. Ja, selbstverständlich. Ja. Sind beide gleich. Klar. Ja, natürlich. Würde ich das buchen, ja. Ja. Also ich bin positiv überrascht und wirklich begeistert, dass sich schon fast alle mit der Thematik auseinandergesetzt hatten und dass sogar die meisten bei ihren eigenen Reisen bereits auf Nachhaltigkeit achten. Viele haben bereits gesagt, dass sie in Zukunft auf Flugreisen verzichten werden oder langsamere Verkehrsmittel bevorzugen. Das war sehr positiv. Die Reisebüros werden das, glaube ich, ziemlich schwierig haben, in Zukunft genau diese Kunden zu erreichen. Nur sehr wenige hatten bisher in der Vergangenheit im Reisebüro gebucht oder denken, dass sie dort gut beraten wären.
Ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass die Tonqualität jetzt nicht ganz optimal war. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie so einen gewissen Eindruck bekommen haben, was zumindest die Lüneburger Bürger daran denken. Es ist vielleicht jetzt nicht repräsentativ, aber hat doch ein, denke ich, sehr spannendes Stimmungsbild gegeben. Und ich will nochmal das Fazit der Studentinnen eben aufgreifen, weil das, was Sie dort gesehen und gehört haben, kann man eigentlich auch sozusagen durch Marktforschungsdaten untermauern. Die jüngsten Zahlen, die wir vom Projekt Green Travel Transformation haben, was wir Ihnen noch später näher vorstellen werden, zeigen zum Beispiel, dass 17,5% der repräsentativ befragten Personen der Meinung sind oder der Aussage zustimmen würden, dass sie bei Urlaubsreisen auf Nachhaltigkeit achten. 53,7% haben der Aussage zugestimmt, würde meine Urlaubsreise gerne nachhaltig gestalten. Interessant wird es aber, wenn man fragt, wie sieht denn Ihre konkrete Urlaubsplanung aus? Was passiert denn, wenn Sie real eine Urlaubsreise planen? Da gibt sich ein etwas anderes Bild. Da sind es nämlich nur noch 6,7%, die angegeben haben, dass sie auf Nachhaltigkeit bei ihrer Reiseplanung geachtet haben. Und nur 26,2% haben gesagt, ja, es war zumindest ein Aspekt unter vielen. Was heißt das? Das heißt, dass ganz offensichtlich das Bewusstsein im Bereich Nachhaltigkeit in einer breiten Masse angekommen ist. Wenn es aber denn um die Kaufentscheidung geht, wenn es darum geht, eine Reise zu buchen, ergibt sich dann doch noch eine große Lücke zwischen Bewusstsein und realem Kaufverhalten. Und wenn wir uns also hier und heute fragen, wie können wir denn nachhaltige Reisen erfolgreich verkaufen, geht es eben genau darum, diese Lücke zu überwinden und den Sprung zu schaffen von nachhaltigem Bewusstsein hin auch zu einer nachhaltigen Kaufentscheidung und sozusagen der realen Buchung eines solchen Angebotes. Aber nicht nur das, wir können natürlich nicht nur auf den Verbraucher schauen, wir müssen natürlich auch auf die Branche selber schauen und auf die Vertriebswege. Ich habe deshalb mal im Dezember mit einer Studentengruppe einen kleinen Mystery-Check gemacht in Bremer Reisebüros. 24 Reisebüros haben wir einbezogen. Aufgabe war, zu zweit mal in ein Reisebüro zu gehen und den Versuch zu unternehmen, eine möglichst nachhaltige Fernreise zu buchen in eine Destination ihrer Wahl. Und möchte Ihnen kurz vorstellen, was so die Kernergebnisse dieses kleinen Mystery-Checks waren. Zunächst mal muss man feststellen, dass alle beteiligten Reisebüros gesagt haben, dass es noch nicht vorgekommen ist, dass jemand nach einer nachhaltigen Reise gefragt hat. Sie können sich daraus vorstellen, wie die Reaktion war, als die Studenten genau diesen Wunsch geäußert haben. Es ist nicht so, dass die meisten jetzt nicht genau wussten, was Nachhaltigkeit ist. Es ist schon ein gewisses Grundverständnis da, aber am Ende doch eine relative Hilflosigkeit, mit diesem Kundenwunsch dann auch real umzugehen. Man hat sich in der Regel sehr bemüht, aber ist dann doch immer eher dazu gekommen, die Studenten von den Produkten, die sie auch sonst im Angebot haben, zu überzeugen. Und insgesamt kann man feststellen, dass sowohl was das Bewusstsein angeht, als aber auch was das Wissen angeht, doch noch einiges im Argen liegt. Das kann man zum Beispiel daran festmachen, dass Studenten gefragt haben, ob man denn auch Flüge kompensieren kann, wo es des Öfteren die Antwort kam, dass dies noch nicht möglich sei. Es gab auch den Hinweis, wenn man also nachhaltig reisen will, dann kann man das bis dato nur in Deutschland tun. Und es gab in einem Fall sogar ein Angebot für 12 Tage Thailand, das sich auf knapp 8.000 € belief, wohlbemerkt pro Person. Also hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen Nachhaltigkeit gleichgesetzt mit hochpreisig oder luxuriös. Also man sieht, da sind noch ein paar Baustellen, die wir lösen müssen, wenn wir nachhaltige Reisen erfolgreich und verstärkt verkaufen wollen. Anderer Aspekt nochmal, auf den ich eingehen möchte. Vor kurzem war hier in diesen Hallen die Grüne Woche. Man hat da eine Befragung gemacht von Besuchern, wie sie denn zum Thema Bio-Lebensmittel stehen. Und da gab es von diesem Herrn ein ganz interessantes Statement. Der hat nämlich gesagt, ich habe noch nie Bio gekauft, da bin ich ganz ehrlich. Und wenn, dann nur aus Versehen. Eine, wie ich finde, ganz interessante Aussage. Weil die wirft nämlich die Frage auf, wenn es also Menschen anscheinend gelingt, aus Versehen sich gesund zu ernähren, kann es auch gelingen, sich aus Versehen nachhaltig zu verreisen? Oder zugespitzt, ist das nicht sogar der richtige Weg? Müssen wir nicht in diese Richtung denken? Warum sage ich das? Sicherlich kann man davon ausgehen, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Reisen in Zukunft steigen wird. Aber ich glaube, ebenso sicher können wir davon ausgehen, dass für die große Masse Nachhaltigkeit auch in Zukunft nur ein Unterfaktor sein wird, wenn es darum geht, eine Reiseentscheidung zu treffen. Das heißt, wenn wir uns fragen, wie können wir denn jetzt erfolgreich Reisen verkaufen, nachhaltige Reisen,
dann geht es eben nicht nur um den Aspekt Nachhaltigkeit, sondern ich glaube, dass wir viel breiter denken müssen und einen eher holistischen Ansatz brauchen, um die breite Masse mit diesem Thema auch zu erreichen. Sprich, wir müssen beim Kunden ansetzen, wir müssen uns an den Kundenbedürfnissen orientieren und wir müssen darauf uns konzentrieren, wo realer Beratungsbedarf besteht. Das heißt bei der Auswahl der Destination, das heißt beim Thema An- und Abreise, das heißt beim Thema Übernachtung, Auswahl der Übernachtungsmöglichkeiten und natürlich auch bei den Aktivitäten und der Mobilität vor Ort. Ich denke, da sind die Stellschrauben, wo man ansetzen kann, in puncto Bedürfnisbefriedigung, aber auch in puncto Nachhaltigkeit. Das wiederum heißt, wir müssen uns mit den Kundenwünschen auseinandersetzen. Wir müssen herauskriegen im Kundengespräch, was will der Kunde, wo hat er Beratungsbedarf, wo ist er eventuell auch flexibel und natürlich auf der anderen Seite auch einen schnellen Zugriff haben auf entsprechende Alternativen bzw. nachhaltige Angebote. Und wenn wir das sozusagen im Kundengespräch versuchen wollen rüberzubringen, glaube ich, dass es natürlich zum einen um Nachhaltigkeit geht, aber eben nicht bei der breiten Masse. Ich glaube viel eher, dass wir auch über die Themen Produktqualität, Erlebniswert und vielleicht sogar über den Preis gehen müssen, weil wie zu Recht gesagt wurde, nachhaltige Produkte müssen nicht unbedingt teurer sein als konventionelle. Jetzt kann man aus Unternehmenssicht sagen, okay, ich soll mich für Nachhaltigkeit engagieren, sehe aber auf der anderen Seite, es gibt eigentlich überhaupt keine große Nachfrage. Wie geht man damit um? Und ich finde, Herr Fiebig hat schon die Richtung angegeben. Es geht hier nicht, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, um die Kategorie Angebot und Nachfrage. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir nochmal deutlich machen müssen und das auch in die Branche bringen, dass jedes Unternehmen an sich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung hat, sich an einer nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen. Und es geht, glaube ich, auch darum, nochmal deutlich zu machen, dass Unternehmen profitieren davon. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine Branche geben, die so sehr auf intakte Natur und Kultur angewiesen ist wie die Tourismusbranche. Und das, denke ich, muss klarer nochmal in die Branche hereingetragen werden. Insofern gehen wir auch nicht von einem nachhaltigen Produkt als Nischenprodukt aus oder sehen es als komplementäres Produkt zu, in Anführungsstrichen, konventionellen, sondern ich glaube, der Spirit langfristig, um wirklich erfolgreich nachhaltige Reisen zu verkaufen, ist der, dass wir an der Stelle, wo wir jetzt sind, konsequent weiterarbeiten, sprich sehen, dass wir Stück für Stück die Branche nachhaltiger machen. Denn je größer der Anteil nachhaltiger Produkte am Gesamtprodukt ist, desto weniger Ausweichmöglichkeiten haben die Kunden letztendlich auch und desto weniger Aufwand müssen wir betreiben, um diese zu vermarkten und nach außen zu kommunizieren. Wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen, zusammenfassen für unsere Diskussion, wo müssen wir ansetzen? Natürlich da, wo der Kunde unsere Reisen bucht, sprich beim Reisebüro, beim Reiseveranstalter, beim Anbieter direkt, also beispielsweise beim Hotel und natürlich auch online. Wenn wir hier mal schauen, wie hat sich das Ganze so in den letzten Jahren entwickelt, fällt natürlich auf, dass Online-Buchungen rapide zugenommen haben. Daraus aber jetzt den Schluss zu ziehen, dass wir uns vornehmlich auf Online-Plattformen konzentrieren, würde ich für verfehlt oder für verfrüht halten. Weil wenn man nämlich genauer hinguckt, ist es bis heute so, dass das persönliche Gespräch im Reisebüro immer noch die Form ist, wo am ehesten sozusagen gebucht wird. Das heißt, das Reisebüro hat nach wie vor eine immense Bedeutung, wenn es darum geht, Reisende zu beraten und Reisebuchungen vorzunehmen. Und das gilt insbesondere für Pauschalreisen. Sie sehen hier, und das ist sehr interessant, dass obwohl die Online-Buchungen total zugenommen haben in den letzten Jahren, die Bedeutung des Reisebüros gerade bei Pauschalreisen, das ist die wichtigste Organisationsform, wie wir zumindest in Deutschland reisen, nach wie vor einen ganz hohen Stellenwert haben und sich in den letzten 10 Jahren nicht verändert haben. Das heißt, das Reisebüro hat nach wie vor eine immens wichtige Bedeutung, auch wenn es darum geht, nachhaltige Reisen zu verkaufen. Und insofern müssen wir uns, wenn wir hier die Frage stellen, worauf fokussieren wir uns, auf beides fokussieren. Auf Online-Buchungen, aber auch auf Reisebüros. Und die 3 wesentlichen Herausforderungen, die ich sehe für unsere Diskussion und auch für die Zukunft, sind folgende.
Wir brauchen eine technische Lösung. Wir müssen Expedienten in die Lage versetzen, schnell nachhaltige Angebote zu finden, beziehungsweise auch den Konsumenten in die Lage zu versetzen, wenn er online bucht, diese möglichst leicht zu erkennen. Wir brauchen Kommunikationslösungen. Wir müssen uns fragen, wie können wir Nachhaltigkeit kommunizieren und wie können wir proaktiv dafür Sorge tragen, dass nachhaltige Reisen besser verkauft werden. Und damit sind wir beim dritten Punkt, nämlich die Weiterbildung, die Qualifizierung. Wir brauchen Programme, die Expedienten, aber auch anderen Anbieter in die Lage zu versetzen, ein Grundwissen zu erwerben, was ist Nachhaltigkeit, sie zu sensibilisieren, weil wenn sie nicht sensibilisiert sind, können sie auch nicht proaktiv nachhaltige Reisen verkaufen und ihnen natürlich Mittel und Wege aufzuzeigen, wie kann ich das Thema an den Kunden kommunizieren. Ich denke, das sind die drei Kernfragen, um die es geht. Und ich freue mich jetzt, diese Fragen mit meinem Podium zu diskutieren. Ich darf Sie auf die Bühne bitten und bedanke mich zunächst mal kurz für den Augenblick für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich denke, wir werden da sehr spannende Ansätze gleich zu hören zu bekommen. Vielen Dank. Ja. Aber bitte. Mal außen. Haben wir noch ein Mikro für unsere? Ja. Das Master-Mikro, super. Wunderbar. Ja, dann darf ich Sie alle erstmal ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir so ein quantitativ und qualitativ hochwertiges Podium haben, was ich Ihnen zunächst mal vorstellen möchte. Ich fange mal ganz rechts außen an mit Brian Young. Er ist Geschäftsführer, zuständig für Europa, Mittlerer Osten und Afrika bei G-Adventures. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich willkommen Herrn Fiebig. Wir haben schon gehört, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und Schirmherr von Futuris. Dann neben Herrn Fiebig darf ich ebenso herzlich begrüßen Dr. Oliver Rengelshausen, Geschäftsführer von Traveltainment und auch stellvertretender Vorsitzender des DRV-Ausschusses Online-Vertrieb. Neben Herrn Rengelshausen haben wir Professor Dr. Edgar Kreikamp von der Leuphana-Universität Lüneburg. Neben Herrn Kreikamp ebenso herzlich begrüße ich Dr. Dietrich Bockhagen, Geschäftsführer von Atmosphäre. Und last but not least, wo haben wir ihn? Hasso von Thüringen. Geschäftsführer der Lufthansa City, Reisebüropartner GmbH und Vorstandsvorsitzender von Futuris. Ja, ich habe eben in meinem letzten Slide davon gesprochen, wir brauchen in bestimmten Bereichen Lösungsansätze und ich weiß, dass Sie alle an diesen Lösungsansätzen in der Praxis arbeiten und würde Ihnen jetzt einmal kurz die Gelegenheit geben, so ein bisschen aus der Praxis zu richten, woran arbeiten Sie, was für Ansätze gibt es und würde mal das Stichwort von Herrn Fiebig aufgreifen, Green Counter, und Sie bitten mal anzufangen, wo engagiert sich der DRV und was steckt denn genau hinter diesem Green Counter? Also, bitte, ja. Ich dachte, ich hätte schon so viel gesprochen. Also, Green Counter ist eine Initiative, die der DRV gestartet hat vor über einem Jahr. Ziel ist es, die Reisebüro-Mitarbeiter zu schulen hinsichtlich ihrer Kompetenz, was nachhaltige Produkte, nachhaltiges Reisen angeht. Und das ist ein online-basiertes Produkt, wo Sie zu Hause am PC das selbst durchackern können und entsprechend hier auch zusätzliches Know-how aufnehmen können. Und Zielsetzung ist eben, die individuell, ja, dann auch sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden hier zu erfassen, darauf Antworten geben zu können und entsprechend den Kunden dann auch gegebenenfalls mit konkreten Produkten versorgen zu können. Das ist die Initiative und knapp 500 Expedienten haben das schon durchlaufen. Ich kann an dieser Stelle, wenn Sie im Reisebüro tätig sind, möchte ich nochmal ausdrücklich dafür werben, das kostet Sie auch nichts, sich das anzugucken. Das hilft sicherlich weiter, was die Kompetenz in dieser
in diesem Bereich angeht. Aber was eben wichtig ist, dass der Expedient, der dann entsprechend gut ausgerichtet ist, dann auch diese Produkte genügend gut finden kann, nach unterschiedlichen auch Sortierkriterien, die sich eben ergeben aus dem spezifischen Kundenwunsch. Und da, glaube ich, haben wir noch relativ viel vor uns, und das werden wir gleich auch noch, denke ich, im Detail ansprechen und diskutieren, was im Einzelnen hier zu erfolgen hat. Ja, vielen Dank, Herr Fiebig. Also, wir haben jetzt gehört, es gibt den Green Counter, ein Online-Tool, wo man sich als Expedient dem Thema Nachhaltigkeit nähern kann. Wir haben noch einen zweiten Qualifizierungsansatz, den ich bitte, meinen Herrn Wolfgang vorzustellen. Er hat an einem Trainingsprogramm gearbeitet, was jetzt nicht online funktioniert, sondern was eher Präsenztraining ist. Was steckt dort hinter diesem Programm? Atmosphäre hat mit Partner Mars Contour das erste größere, umfassende Nachhaltigkeitsschulungsprogramm für Reisebüro entwickelt und auch durchgeführt. Es besteht aus drei Phasen. Zunächst eine Präsenzschulung von den Expedienten, die jetzt in der ersten Phase mal in Berlin waren und mehrere Tage geschult worden, von morgens bis abends mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit oder Fokus Nachhaltigkeit. Da geht es darum, den Verkaufsprozess nochmal durchzudeklinieren, Produktschulungen zu machen, woran kann ich Nachhaltigkeit bei Reiseprodukten erkennen, Werkzeuge, Tools kennenzulernen, die mir helfen, den Kunden besser zu beraten, Verkaufsgespräche und so weiter. Danach kommt die zweite Phase, das ist dann zu Hause beim Expedienten, der kann im Selbststudium Aufgabenlösungen lösen, bestimmte Aspekte vertiefen, muss auch Prüfungsaufgaben bearbeiten. Und in der dritten Phase kommt dann ein Trainer ins Reisebüro und schaut dem Expedienten beim Verkaufen zu und gibt auch Feedback, sodass das Ganze eben möglichst stark praxisbezogen ist. Unsere Erfahrung dabei ist, die erste Kohorte von Expedienten, die bei uns in Berlin war, ist mit einem riesigen Energieschub nach Hause gefahren. Wir hatten manchmal das Gefühl, die sind irgendwie bei uns wieder so richtig zum Leben erwacht, denn das waren die umweltbewegten Expedienten, die zum Teil sich eben gegenseitig, ich will nicht sagen ausgeheult haben, wie wenig sie ihr Faible für Nachhaltigkeit im Reisebüroalltag umsetzen können und die glücklich waren, endlich mal auf Gleichgesinnte zu trennen und eben mal diesen Interessen nachzugehen und das zu vertiefen. Und die waren wahnsinnig motiviert und sind mit so viel gegenseitiger Unterstützung nach Hause gefahren, das hat uns wirklich selber auch begeistert, das miterleben zu können. Auf der Schattenseite gibt es zu sagen, wir haben festgestellt, obwohl wir eben wussten, dass Nachhaltigkeit ein schwieriges, also ein vielschichtiges Thema ist und es versucht haben, auf möglichst einfache Instrumente runterzubrechen, die Informationen zu kondensieren, es anfassbar zu machen, immer mit dem Praxisbezug, dass es doch immer noch eine Lücke gibt und dass einfach die allein schon die Produktkenntnis beim Expedienten nicht ausreichend vorhanden ist. Und dann fühlt sich ein Expedient leicht unsicher. Und wir haben so die Befürchtung, dass im Verkaufsgespräch doch, wenn er sich nicht ganz sicher ist, dass er das jetzt genau verstanden hat, das beim Kunden eben doch nicht anspricht und damit eigentlich dann auch eine Chance ziehen lässt. Denn eigentlich, und das hatten wir vorher herausgefunden, wir haben einen Business Case erarbeitet. Wir haben über 50 Reisebüro intensiv interviewt und also nicht nur einen Fragebogen ausgefüllt, sondern wirklich intensive Gespräche geführt. Und wir haben herausgefunden, dass 5-10% der Kunden aus Sicht der Expedienten auf Nachhaltigkeit ansprechbar sind und es die Möglichkeit gibt, die besser zu beraten und auch ein höherwertiges Produkt zu verkaufen und sie damit auch im Reisebüro zu halten, also ein echter Business Case und vielleicht auch 5% neue Kunden ganz ins Reisebüro zu holen, wenn erstmal dieser Schwerpunkt Nachhaltigkeit auch verkauft wird. Und dazu muss aber eben einfach auch eine Unterstützung IT-seitig da sein, und da schaue ich natürlich in Richtung Traveltainment, die es erlaubt, die Komplexität runterzubrechen und dem Expedienten beim Verkaufen an die Hand zu gehen. Ja, vielen Dank, Dietrich. Traveltainment fiel gerade als Begriff, Herr Dr. Rengelshausen. Sie beschäftigen sich mit technischen Lösungen für Reiseveranstalter, für Reisebüros, aber auch für Online-Portale. Interessant wäre für uns mal zu hören, wir haben jetzt zwei Beispiele gehört aus zum Thema Reisebüro. Wie sieht es dann beim Online-Vertrieb aus? Gibt es da schon erste Ansätze, wie man es vielleicht auch für den Kunden einfacher machen kann, nachhaltige Angebote zu finden?
Also das ist ja erstmal eine Information, die ich einem Produkt mitgebe und die Frage ist, wie ist die findbar? Und dann ist die Frage, wie der Online-Vertrieb das bei sich auf der Webseite darstellt. Mir ist aktuell das nicht bekannt. Also zumindest bei unseren Kunden kenne ich nicht, dass dort das Thema Nachhaltigkeit im Online-Vertrieb eine Rolle spielt. Da mag es spezialisierte Portale geben, die sich auf solche Themen spezialisiert haben und das nach vorne stellen. Im Allgemeinen, und ich meine, glaube, das ist, denke ich, eben bekannt, die Online-Portale achten in erster Linie auf Conversion. Das heißt also, wie viel von den Besuchern, die halt auf die Seite kommen, kaufen auch bei mir. Und wenn das ein Thema ist, mit dem man Kunden holen kann, mit dem man die Conversion verbessern kann, dann glaube ich, werden Online-Portale dort auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Wichtig ist dann die Information, dass sie bereitgestellt werden muss, aufbereitet werden muss. Da habe ich allerdings jetzt aus dem, was ich gehört habe, noch verstanden, dass da noch einiges an Arbeit vor uns liegt, diese Informationen sauber zu clustern und so verfügbar zu machen, dass sie auch verständlich sind. Sie hatten da so viele Siegel gezeigt, das ist, glaube ich, dann die Schwierigkeit, da zu sagen, um was geht es denn hier? Also was ist, gerade in einem Online-Vertrieb muss der Kunde das ja verstehen und der muss es ja im Vorfeld auch irgendwo wissen. Ja, vielen Dank. Wir werden gleich auf diese Punkte noch mal näher eingehen. Ich würde gerne zunächst mal aber die erste Runde fertig machen. Green Travel Transformation habe ich schon erwähnt. Eine weitere Initiative, an der Herr Kalkamp mit diversen Partnern beteiligt ist. Herr Kalkamp, erklären Sie uns, wer oder was soll transformiert werden? Das geht. Unser Ziel ist ganz klar, die Nachhaltigkeit stärker auch in den breiten Massentourismus zu bringen. Also nicht Nachhaltigkeit zu sehen als ein kleines Segment von Spezialisten, sondern als ein Thema zu sehen für den Gesamtmarkt. In dem Zusammenhang haben wir schon vor 4 oder 5 Jahren war das schon Untersuchungen gemacht und Reisebüros befragt, warum nachhaltige Reisen nicht verkauft werden. Es war natürlich der Punkt, dass man zu wenig über Nachhaltigkeit selber weiß, aber der zentrale Punkt, der immer wieder kam, war der Aspekt, auch wenn ich mich im Reisebüro mit Nachhaltigkeit beschäftige, ich kann keine Angebote finden, weil die Angebote sind im System nicht gekennzeichnet, sie sind nicht greifbar. Insofern habe ich an sich gar keine Chance zu beraten. Und es gab an sich einen dritten Aspekt, auch wenn jemand weiß, was Nachhaltigkeit bedeutet, dann war vielen Reisebüro-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch noch nicht klar, wie sie ein Gespräch zu dem Thema Nachhaltigkeit führen. Das heißt, wie sie das Thema ansprechen, mit welchen Argumenten sie überzeugen. Nämlich in vielen Reisebüros war immer noch so die Auffassung, ich muss die Leute davon überzeugen, dass sie an sich, wenn sie nicht nachhaltig verreisen, was Schädliches machen. Es ist schon ganz schlimm, dass sie fliegen und es ist noch schlimmer, dass sie in Urlaub fahren. Also ist das ein Thema, was ich überhaupt nicht anspreche. So. Daraus haben wir ein Projekt entwickelt, was glücklicherweise dann durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch finanziert wird für 3 Jahre. 2 Jahre arbeiten wir jetzt schon dran. Mit verschiedenen Forschungspartnern, also Fraunhofer Institut ist dabei, Travelbridge ist dabei und ganz stark Futuris über verschiedenste Praxispartner, LCC, Thomas Cook, der Touristik und so weiter, Studiosus, Gebico. Und wir versuchen, das Thema zu realisieren. Und wir haben gemerkt in den letzten 2 Jahren, die größte Schwierigkeit liegt einmal darin, nachhaltige Angebote sichtbar zu machen, sie kenntlich zu machen. Und zwar nicht irgendwo auf irgendeiner Website, sondern in den Systemen, in den Reisebüros. Das heißt, der Reisebüro-Mitarbeiter sieht es sofort, er kommt gar nicht umhin, es zu sehen. Das ist unser Ansatz. Deswegen haben wir gesagt, es gibt inzwischen, glaube ich, hat GSTC herausgefunden, weltweit 450 verschiedene Tourismussiegel. Wir haben gesagt, wir nehmen qualifizierte Siegel und qualifiziert ist ein Siegel immer dann, wenn es vom GSTC akkreditiert wurde. Wir arbeiten mit den Zertifizierern zusammen, die liefern uns ihre Listen der Hotels, die zertifiziert sind. Die kommen alle in eine Datenbank. Und dann wird es schon kompliziert. Dann kommt alles zu Giata, dann kommt es zu Travel-Tainment, dann kommt es in die anderen Reisebürosysteme. Wir führen gerade jetzt hier im Rahmen der ETB viele Gespräche dazu.
Also wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen, das wird so kommen und das wird auch alles funktionieren, obwohl es noch ein paar technische Probleme gibt. Aber damit sind denn wirklich die Angebote sichtbar. Wir werden Lösungen, die haben wir schon für die Hotels, wir werden Lösungen erarbeiten, da sind wir auch im Gespräch für den Flugbereich und das kann man ausweiten. Und dann gehen wir erst hin und schulen Reisebüro-Mitarbeiter. Nämlich dann sagen wir, im System ist es sichtbar und machen dann eine Schulung, nicht im Kern zur Nachhaltigkeit, die gibt es von verschiedensten Anbietern, sondern wir wollen eine Schulung entwickeln. Wie führe ich ein Beratungsgespräch zum Thema Nachhaltigkeit? Wie bringe ich das Thema mit in die Diskussion? Wie überzeuge ich? Weil wir sind der festen Überzeugung, eine nachhaltige Reise ist die bessere Reise. Sie ist nicht teurer. Warum sollte ein Hotel teurer sein, was Strom spart, Energie, Wasser spart? Und wir haben auch Vergleiche gemacht. Sie ist nicht teurer, obwohl viele das glauben. Sie ist einfach nur besser. Und deswegen haben wir jetzt auch eine große Untersuchung gemacht, 2000 Interviews von Kunden, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Aspekte, auf die die Kunden ansprechen. Weil sie müssen es auch wahrnehmen können. Was uns ein bisschen erstaunt hat, die sozialen Aspekte waren ganz weit oben. Wie helfe ich dem Land? Wie sind die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und so weiter? Dann kommt Umwelt, dann kommt Kultur. Und das werden wir dann in die Beratungsgespräche einflechten, sodass wir hoffen, dass nicht nur wenige Reisebüros, sondern möglichst alle sich mal mit dem Thema beschäftigen. Ja, vielen Dank. Herr von Düring, Sie arbeiten an einer Initiative, die nennt sich Green Search. Erklären Sie uns näher, was wird gesucht und haben Sie schon was gefunden? Was verbirgt sich dahinter? Ja, ich möchte einen Schritt vorher noch mal anfangen. Ich bin auf der einen Seite ja Vorstand der Futurisch und in diesem Futurisch-Thema sind wir sehr, sehr froh, dass das Projekt, das Herr Kahlkamp hat eben gezeigt hat, das ja jeden in der Wertschöpfungskette betrifft, sowohl einen Veranstalter wie die Technik, wie die Nachfrage, wie die Hoteldestination, dass diese hier auch die entsprechende Erdung bekommen. Sie haben vorhin in diesen Charts hier oben so einen schönen Felsen gezeigt. Ja? Und ich sage mal, wir reden hier von einer Lücke. Ich glaube, Herr Ringelshausen sprach von einer Lücke. Wir haben hier eine Riesenklippe, das ist eine Schlucht zwischen der Angebotsseite, die übrigens diffus ist durch die vielen Siegel, die es da gibt, aber wir haben auch eine Nachfrageproblematik. Kein Wunder, dass da solche Zahlen stehen, wenn keiner in der Lage ist, auch nur irgendwie in drei Sätzen zu erklären, was ist Nachhaltigkeit und wo finde ich Produkte, die ich auch mit gutem Gewissen und Herzen verkaufen kann zu bestimmten Themen. Denn das Nachhaltigkeitsthema ist riesig breit, wie Sie wissen. Deshalb eine ganz, ganz wichtige Projektarbeit, die wir in der Futuris gemeinsam mit den entsprechenden Partnern machen. Ich sitze in der zweiten Funktion Lufthansa City Center hier. Ich bin ganz froh, dass es übrigens in Lüneburg keinen Lufthansa City Center gab, nach Ihren Videos. Ein Teil dieses Projektes ist natürlich, wie erkläre ich es eigentlich in diesen berühmten drei Sätzen meinem Kunden, was ich denn an diesem Produkt, das ich da nun gerade gefunden habe, für nachhaltig halte. Denn Sie müssen sich schon eine gewisse Stressfunktion da vorstellen. Ne? Jeder kriegt da irgendwo eine Frage. In einem Büro kommt jemand her und sagt, ich würde gerne in meinen Urlaub fahren. Und er muss dann relativ sicher dem Kunden Fragen beantworten können. Und das ist einmal eine kommunikative Höchstleistung. Da müssen wir dran arbeiten. Und ist natürlich auch eine technische Höchstleistung, zu der kommen wir vielleicht nachher nochmal. Aber diese Transformation, dass man eine Idee hat und es dann auch nachher verkaufbar gestaltet, das funktioniert zurzeit leider überhaupt nicht. Und wir können das niemals in Gang kriegen, wenn wir diese Angebot und Nachfrage nicht zu einem wirklich kommerziell erfolgreichen Gebilde machen. Denn die Angebotsseite wird niemals reagieren, wenn wir das an der Nachfrageseite nicht anständig auf die Reihe kriegen. Und das muss funktionieren. Nur mit Gutmenschen und mit Spirit wird es nicht funktionieren. Ja, vielen Dank.
Brian Young, Sie haben eine Initiative gestartet, die nennt sich Responsible Travel Ambassador. Erzählen Sie uns, was steckt dahinter? Da ich der einzige nicht deutschsprachige im Bau bin, offensichtlich hat der Teilnehmer kein Kopfhörer. Ja, nein, ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen. Also habe ich nicht zugehört. Sie haben eine Initiative ausgelöst, das nennt sich Responsible Travel Ambassador. Können Sie ein bisschen erklären, was sich dahinter verbirgt? Ja, natürlich. Wer uns nicht kennt, G-Adventures, wir sind ein kleiner Reiseveranstalter. Wir veranstalten Urlaub auf der ganzen Welt. Und abgesehen davon, dass das fantastische Urlaubsreisen sind, haben wir einige soziale Social Enterprise-Projekte in der Welt. Das heißt, wir haben ein gemeinnütziges Verein, das unser Gründer vor einigen Jahren eingerichtet hat, Planetera. Und Planetera entwickelt nachhaltige Projekte in der ganzen Welt. Diese richten wir in lokalen Bevölkerungen ein. Es geht darum, Wert zu schöpfen, dieses Geld womöglich da vor Ort zu behalten und Arbeitsplätze zu schaffen. Und diese Projekte werden dann freigegeben und die Menschen vor Ort sind dafür verantwortlich. Was wir machen ist, wir bringen die Gäste herein, die sind mit uns auf Reise und wir fahren durch diesen Ort durch. Das heißt, im Laufe der Zeit werden sie selbsttragend. Das gehört zu unserer DNS. Und der Grund, warum wir die Responsible Tourism Ambassadors im deutschen Markt eingeführt haben, war dieses. Wir wollten die Reisebüros erreichen. Ich habe ein wunderbares Vertriebsteam. Viele stehen da hinten, die arbeiten für uns. Das sind fantastische Menschen. Sie gehen raus und bringen diese Botschaft zu unseren Partnern. Wer sind wir, was tun wir und warum machen wir das? Das heißt, es gibt ein Zweck, ein Ziel bei diesen Urlaubsreisen, die wir anbieten. Nämlich, wir wollen diese örtliche Bevölkerung unterstützen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen diese Botschafter, und das sind Reisebüro-Mitarbeiter, die das nicht nur von uns hören, sondern auch von einem Kollegen aus dem Reisegeschäft. Wir hatten ein bisschen Wettbewerb, haben wir ausgelöst. Man musste uns einen Text schicken und schreiben, warum man Botschafter werden wollte und was nachhaltiges Reisen für sie individuell persönlich bedeutete. Wir hatten eine Jury, die alle diese Anträge sich angeschaut hat. 8 haben wir ausgesucht, die sind nach England eingeladen worden in unser Büro. Und es kam auch ein Journalist von der Fachpresse. Und alle diese Menschen mussten vor der Jury erklären, warum sie Nachhaltigkeitsbotschafter sein wollten als Reisebüro-Mitarbeiter und wie sie für das nachhaltige Reisen werben wollten. Die Jury hat sich beraten und wir haben diesen Botschafter dann auserkoren. Und dieser Mensch ist schon in Peru gewesen, war bei uns mit auf eine Reise und hatte die Möglichkeit, praktisch zu erfahren, wie 3 unserer Projekte in Peru funktionieren. Das Ziel besteht darin, dass sie dann zurückkommen in den Marktplatz. Zugegeben müssen sie ein Interview geben, über diese Erfahrung reden und was diese Projekte, diese soziale, nachhaltige Projekte für sie bedeutet haben, ganz persönlich, und haben auch davon erzählt, wie wir als Unternehmen arbeiten und welche Auswirkungen das für die Menschen vor Ort hat. Dann haben sie die Aufgabe, in den 12 kommenden Monaten eingesetzt zu werden. Sie fahren zu Messen, sie fahren zu Abendveranstaltungen mit Reisebüros zusammen und sie sollen erzählen von dieser Erfahrung. Fantastisch ist, das Team, was wir drüben haben, arbeiten mit uns dran. Sie können zu den Reisebüros gehen, aber ich denke, um ehrlich zu sein, die Reisebüros wollen das oft von einem Kollegen erfahren und nicht von unseren Menschen. Ich hoffe, dass Sie jetzt weiter hören können. Wenn nicht, dann sagen Sie es.
Wir haben ja schon einige Aspekte jetzt angesprochen. Was mich noch mal interessieren würde, Herr Fiebig, was muss denn geschehen, um Reisebüro-Expedienten in die Lage zu versetzen, Nachhaltigreisen wirklich erfolgreich zu verkaufen? Was sind so die wesentlichen Punkte, an denen wir arbeiten müssen, um an diesem Bereich weiterzukommen? Es müssen erkennbar nachhaltige Produkte nach bestimmten Kriterien auch sortierbar verfügbar sein. Also die Kiste, in die der Expedient greifen kann und muss, die muss entsprechend groß und entsprechend umfangreich bestückt sein. Der erste Schritt, ein Beratungsgespräch zu nachhaltigen Produkten zu führen, ich glaube, das ist der wahrscheinlich weniger komplizierte. Kompliziert daran ist das, was angesprochen worden ist, wenn ich mir den Dschungel an nachhaltigen Auszeichnungen heute angucke, wirklich für den Kunden ja, wirklich überzeugend aufzuzeigen, das ist ein nachhaltiges Produkt, das andere ist aber auch nachhaltig und das ist auch nachhaltig. Ich glaube, da müssen wir mehr Struktur schaffen. Da muss eine Vereinheitlichung dieses Labelings hin. Mit diesem Dschungel werden wir uns schwer tun in der Beratung. Und dann müssen die Produkte verfügbar sein, sie müssen entsprechend sortierbar sein und relativ leicht zuordnenbar zu dem von dem Expedienten festgestellten individuellen Reisewunsch und wenn das nur als Alternative entsprechend aufzeigt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir, was die nachhaltigen Produkte angeht, auch nur Das sehe ich eher heute als Engpass. Hier bewegen wir uns heute eher in einer Nische und wir bewegen uns zumindest in den Köpfen der Leute eher so vielleicht in einer Klientel, die in Biomärkte geht, die vielleicht auch noch ein paar Birkenstock-Sandalen gerettet hat. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist heute sehr viel breiter angelegt und das müssen wir über die Produkte abdecken. Und wichtig ist, und das ist genau hier richtig erwähnt worden, wir kriegen da nur eine Geschwindigkeit auf der Angebotsseite drauf, wenn sich das entsprechend auch kommerziell rechnet. Ich glaube nicht, dass wir, Hasso von Dürung hat das eben sehr eindrucksvoll gesagt, dass wir da Geschwindigkeit in der Umsetzung draufkriegen und entsprechend mehr Angebote, nur dadurch, dass wir die Gutmenschen ist genannt worden sein wollen. Nein, das muss Sinn machen. Das muss auch kommerziell Sinn machen. Ich muss mit den Produkten vernünftig Geld verdienen. Und da ist sicherlich auch noch ein bisschen Arbeit zu leisten bei den Anbietern selbst, weil es eben vielfach so ist, dass ich, wenn ich mich nachhaltig verhalte, durchaus auch in meiner Kostenstruktur Vorteile erreichen kann. Das muss auch noch mal deutlich, gerade im Hotelbereich, ich glaube, im Flugbereich, wenn Sie sich die moderne Technologie der Triebwerke angucken, die haben das voll verstanden. Die Emission der Flugzeuge, der modernen Flugzeuge ist deutlich geringer, aber auch der Fuelverbrauch ist deutlich geringer, mit dem Vorteil, dass ich entsprechende Kostenvorteile habe. Und dadurch wird sich das treiben. Das ist also nicht das Gutmenschentum, sondern ich muss kommerziell und als Kunde entsprechend Vorteile fühlen. Dann kriegen wir da Drive drauf. Aber wir dürfen uns da nichts vormachen. Das ist nicht übermorgen erledigt. Wir können Beiträge dazu leisten. Und ich glaube, wir sind alle Treiber in diesem Thema und wir werden es sein. Der Kunde wird uns nicht treiben, wir werden den Kunden treiben müssen. Wunderbar. Herr von Düren, haben Sie zu der Frage noch was zu ergänzen? Oder? Ich kann das nur bestätigen, was Herr Fiebig dort sprach. Er sprach von einer Kiste, in die man hineingreifen muss. Und dann stellen Sie sich vor, der Herr Brockhagen hat 500 Expedienten geschult, hoch motiviert. Der kommt ins Büro zurück, übrigens online gilt ja das Gleiche, kommt aber jetzt stationär in das Büro zurück und er findet dann nichts in dieser Kiste von Herrn Fiebig. Und das ist unser Problem. Was meinen Sie, was mit diesem Expedienten, der ein, zwei oder drei Tage und auch online sich geschult hat, dann passiert? Er ist hoch enttäuscht. Und dazu haben wir beigetragen, weil wir sowohl von der Angebots- wie von der Nachfrageseite nicht die technischen Möglichkeiten geliefert haben, um diese Angebote zu sortieren und sie in den Prozess, in den Beratungsprozess hineinzubringen. Denn zu einem kommerziellen Modell gehört auch ein schlanker Prozess. Und der schlanke Prozess heißt, ich muss auf Klick genau wissen, was ich verkaufen kann und verkaufen möchte und muss es erklären können. Bei der Vielzahl der Produkte
und das sind ja nicht nur Nachhaltigkeitsprodukte, die da verkauft werden, muss er wissen, was sind die Keypunkte, die gerade diesen Kunden interessieren könnte. Und deshalb brauche ich eine exzellente Technik, die wir heute nicht haben und auch nicht haben können und auch vielleicht viel zu spät entwickeln. Wir haben heute Preisvergleichsmodelle, aber wir haben keine Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmodelle und an denen müssen wir arbeiten. Ja. Vielen Dank. Ja, ich würde ganz gerne noch mal auf den Aspekt Online-Vertrieb eingehen wollen. Herr Brockhagen, brauchen wir da neue Suchfunktionen für die Sortierung nachhaltiger Angebote oder was muss geschehen, damit auch die Zahl die große Zahl derjenigen, die sozusagen jetzt ihr Hotel, ihren Flug online buchen, auch schneller erkennen, wo sie eventuell nachhaltige Angebote buchen können? Wie kann man das aus Ihrer Sicht verbessern? Also heute sind wir in der Lage, aus den Daten, die schon bei Traveltainment vorliegen, zumindest für den Umweltbereich, also eine der drei Nachhaltigkeitssäulen, doch klare Aussagen machen zu können. Also mit den Daten Strecke, Fluggesellschaft, Hotel, Standort, Buchungsklasse, Hotelklasse, Destination, rechne ich Ihnen den CO2-Fußabdruck der Reise vielleicht nicht zu 100% genau aus, aber zu über 90% genau aus. Und zwar sowohl absolut gesehen als auch im Best-in-Class-Vergleich. Das heißt, hier ist es möglich, auch einem Kunden Alternativen anzubieten. Und darauf kommt es ja darauf an, eben auch zu steuern und eben durch verschiedene Angebote den Kunden eine Wahl zu geben. So, wenn wir den Bereich Klima verlassen, dann wird es gleich viel schwieriger. Also wenn wir auf die ökonomische Säule der Nachhaltigkeit schauen, das heißt die Frage, jetzt mal aus Destinationssicht, wie viel Geld bleibt denn in Marokko hängen, wenn ich dort Urlaub gemacht habe? Wie sieht das mit der Zuliefererkette aus? Wie viel bleibt in den landwirtschaftlichen Betrieben hängen oder wie sind irgendwie die Arbeitsbedingungen in der Wäscherei für ein großes Hotel? Dann versiegt tatsächlich auch schnell der Informationsstrom, denn das wird von keinem dieser Siegel erfasst, selbst von der Vielzahl nicht, die wir heute hier eingeblendet gesehen haben. Und erst wenn wir dann auf die ich sag mal, kulturelle Nachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeitsebene schauen, nämlich so die Frage, die sich vielleicht ein Kunde stellen könnte, wenn ich jetzt mir im Katalog eine Reise anschaue, irgendwie Safari in Botswana, auf der Suche nach den letzten Exemplaren einer bestimmten Tierart. So, die Frage, ob das noch nachhaltig ist, beantwortet mir dann Traveltainment sicherlich nicht mehr, sondern höchstenfalls noch Google. Und da muss ich mich aber selber auf die Suche machen. Und hier sehe ich ganz klar den Bedarf. Als erstes, wir brauchen Produktsiegel. Wir haben viel zu viel Anbietersiegel, wo ein einzelnes Büro zertifiziert ist oder ein einzelner Reiseveranstalter, das reicht nicht. Wir müssen auf die Produktebene runter und wir müssen, und ich glaube, da bin ich absolut zuversichtlich, mit einem robusten Set von 10 oder 12 Kriterien, die man eben entweder mit leichter Recherche, wie ich das gerade angesprochen habe, oder eben mit allgemein verfügbaren Daten hinterlegen kann. Und dann müsste es möglich sein, auch Produkte jenseits von den heutigen Siegeln klar zu erfassen. Das ist keine Rocket Science. Es ist möglich, mit einem Dutzend objektiv beantwortbarer Fragen ein Produkt einzuordnen. Und wir haben ja schon daran gearbeitet und ich bringe diese Arbeit auch gerne irgendwie beim GSTC ein. Und ich denke, das muss die Grundlage sein. Dann wird die Kiste, die Herr Fiebig angesprochen hat, voll. Und ich bin Ihnen übrigens dankbar, Herr Fiebig, dass Sie das so klar gesagt haben. Also ich sehe es auch so, wir haben als Reisebranche eine Bringschuld. Wir können nicht sagen, solange der Kunde es nicht nachfragt, das hilft, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen es anbieten, dann wird es der Kunde auch nachfragen. Brian? Yeah, thank you. Ja, sehr interessant, einige dieser Punkte. Unsere Organisation hat sich entwickelt entlang dieser Projekte, die ich gerade skizziert habe, um das nachhaltige Reisen herum. Und wir sind der erste Reiseveranstalter, der die ganze Lieferkette auf der Grundlage unserer Kernwerte ausgewertet hat. Und es geht darum, welche Auswirkungen haben unsere Reisende auf die Zielgebiete. In jede Broschüre stellen wir das dar, die Auswirkungen. Also wir haben mit den Lieferketten gearbeitet und 97% unserer Lieferanten haben nachhaltige Richtlinien in ihrem Unternehmen und sie berichten dazu, das wird auch im Einzelnen berichtet, 120.000 Menschen werden weltweit von uns im Grunde genommen eingesetzt durch die verschiedenen Aktivitäten. Also wenn Sie uns
wenn Sie sich diese Broschüren anschauen, so können wir das definieren. Und dann können wir ganz klar verstehen, welche Auswirkungen, welchen Fußdruck verlassen wir als Reisende, als Unternehmen. Das können wir ganz deutlich erkennen. Und das ist sehr leicht zu finden in unserem Katalog. Dann kann der Verbraucher immer bei der Auswahl erkennen, auch wenn Sie nicht genau wissen, was das nachhaltige Reisen ist, mindestens wissen Sie, dass Sie eine positive Auswirkung auf die Bevölkerung vor Ort haben wollen. Auch wenn Sie nicht in jeder Einzelheit verstehen, wie das geht, so können Sie mindestens klar erkennen, wenn ich eine solche Reise bei dieser Organisation buche, kann ich erkennen, welchen Fußdruck oder welche Auswirkung ich da habe. Und wir wollen natürlich, dass die Menschen ihre Reise genießen. Es soll Spaß machen, aber gleichzeitig sollen sie verstehen, was für Auswirkungen das im Zielgebiet hat. Ich denke, dass wir da wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Natürlich hat uns das Zeit gekostet, aber das ist vielleicht der Unterschied zwischen G-Adventures als Organisation, denn es gehört, wie gesagt, zu unserer DNS. Alles, was wir machen, unsere ganze Unternehmenskultur, führt in diesen Kernwert hinein. Wir wollen das Leben der Menschen ändern. Diese ganze Philosophie. Wir wollen die Bedingungen für die Bevölkerung vor Ort verbessern. Und je besser wir das verkaufen können, je besser können wir die Einstellung der Kunden anzapfen. Und dann können wir auch bei den Reisebüros daran arbeiten und mit ihrer Rolle uns auseinandersetzen. Das ist Teil einer Kette. Aber wir müssen verstehen, wie wir alle unsere Rolle spielen in dieser Kette. Und dadurch können wir ein nachhaltiges Produkt entwickeln. Wir sind dabei, wir müssen noch einiges leisten, aber ich glaube schon, dass wir Pionierarbeit geleistet haben. Und ich denke, dass auch andere Unternehmen ähnlich arbeiten sollten. Ich weiß, die Technik, die Aggregierung, alle diese Dinge, das sind alle Teile in diesem Mosaik und alles bewegt sich da. Das ist alles wichtig. Aber man muss als Unternehmen gleichzeitig einen Schritt zurücknehmen und sich fragen, was machen wir? Was hat das für eine Auswirkung? Warum ist das für den Verbraucher wichtig? Welche Strategien brauchen wir in der Kette? Und ich denke, man kann das machen, denn wir haben es gemacht. Ganz kurzes Statement, weil wir dann in die Abschlussrunde gehen müssen. Wir sind nämlich schon nahe am Ende. Ein Aspekt oder zwei Aspekte, die ja des Öfteren angesprochen wurden. Man muss sehen, dass der Urlauber weder zu einem Nachhaltigkeitsexperten wird oder werden will. Wir haben befragt, welche Siegel kennen Sie eigentlich? Der Bekanntheitsgrad liegt zwischen 0% und 2%. Aber was der Kunde wissen will, ist es nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig? Die Information reicht ihm schon in 90% der Fälle aus. Dann fragt er nochmal nach, wie unterscheiden sich vielleicht zwei Hotels. Alles andere müssen wir leisten, müssen Zertifizierer leisten. Und zweiter Punkt, wenn es uns gelingt, in die Reisebüro- und Reiseveranstaltersysteme hineinzukommen, dann sind wir auch automatisch in den Online-Systemen. Ich sehe eher eine Entwicklung, dass bestimmte Online-Systeme schneller sind als die Reisebüros. Wunderbar. Letzter Punkt. Wir haben leider keine Zeit mehr noch, die Diskussion weiterzuführen, aber auf einen kleinen Aspekt würde ich gerne noch eingehen. Wir haben keine Zeit. Okay, dann müssen wir leider auf diese Frage verzichten. Ich denke dennoch, dass wir sehr viele interessante Einblicke bekommen haben, wie man vorgehen sollte, um nachhaltige Reisen erfolgreich zu verkaufen. Wir haben gehört, dass es eine Reihe von Ansätzen gibt. Green Travel Transformation, Green Counter, Green Search, also alles sehr grün. Was natürlich wieder die Frage aufwirft, wie sieht es mit Greenwashing aus? Auch da gab es Ansätze, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Insofern denke ich, können wir recht optimistisch sein, dass wir doch in absehbarer Zeit auch als Konsumenten, sowohl im Reisebüro als auch wenn wir online buchen, auf diese Lösung stoßen werden. Und insofern darf ich mich ganz herzlich bei meinem Podium bedanken. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, wir haben eine ausschließliche Herrenrunde. Wenn ich mir was wünschen dürfte, denke ich beim nächsten Mal gerne wieder, aber vielleicht etwas gemischter, weil das repräsentiert nicht die Realität, wie wir sie auch hier vorfinden.